müssen wir hier also zumachen. So. Okay. So, okay. Jetzt tun wir hier einen Schwamm rein und schwupp ist Wasser weg. Das ist ja cool. Schwupp. Schwupp. Hier ist aber undicht. Hier ist irgendwo ein Loch drin. Deswegen läuft es da noch raus. Komme ich da ran? Ja. Ach, wahrscheinlich hier unter der Erde, ne? Genau. Deswegen fand ich das mit der Erde nicht so toll. So, jetzt können wir abbauen hier. Und die Dingens können wir ja auch mitnehmen, die Schwämme wieder. Die können wir dann in den Ja. Ofen tun. Dürfen wir die jetzt Hab eigentlich schon allerdings abbauen? keine. Sch Ja. Sobald das Wasser weg ist, kannst du die abbauen. Habe ich eigentlich Fackeln? Ja, ich habe Fackeln. Die Fackeln können wir auf die Ecken setzen. Und wir müssen uns eine Treppe irgendwo lassen. Weißt du, was ich meine? Ach so, ja, ich habe natürlich auch keine Erde jetzt mitgenommen. Ich habe Erde. Da kannst du ja gucken, ob du irgendwo eine Treppe hinkriegst, eine Erdtreppe in der Mitte irgendwo, wie wir eine von den Rodenschen Wendeltreppen. Ich dachte vielleicht hier außen an der Wand. Die wird ja immer weiter weggebaut, die Wand. Aber in der Mitte bleibt. Die Wand kommt immer weiter nach außen. Hätte ich nämlich hier, weißt du, so eine Treppe hingemacht. Na Hier ja, und mach dann. mal, ist ja egal, mach mal eine hin. Und hier kannst du schon die ersten Blöcke abbauen. Müssen wir allerdings gucken, da ist manchmal Wasser drunter, dann muss man da aufpassen. Die Schwämme baut man, glaube ich, mit einer Axt ab. War das so? Ja. Ich habe die jetzt mit einer. So wieder da. Baby. Hi. Auch mit einer Schaufel abgetragen. Du hast ja deine Behutsamkeitshacke mit, ne? Ja. Die habe ich extra mitgenommen. So, liebe Zuschauer, ob die beiden nun halt gelästert haben oder so, das weiß ich ja nicht. Ihr könnt ja mal in die Klar. Kommentare schreiben. Wir lästern Uah. immer voll. Ne? Nur unser größtes Vergnügen. Und ich habe irgendwas von irgendwie so nebenbei von rhodischen Wendeltreppen gehört. Aber ich Genau. habe das jetzt nicht genau verstanden. Aha. Baust du mal diese Rhodische Steine hier ab, Wendeltreppen. Steffi? Ja. Haben wir schon die erste Laterne. Nein, 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 nein. Wo willst du hin, ha? Oh, das läuft hier. Mein Gott, wie oft regnet es denn in Minecraft? Ich gucke erstmal, was ihr da Schönes macht hier. Wir legen das Ding Oh. trocken. Ja, wollt ihr das irgendwie nur von innen trocken legen und von außen geht's gar nicht? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz. Ihr wollt ihn nur von innen trocken legen, ne? Nö. Warum sollten wir mit dem Schwierigsten anfangen? Das Schwierigste ist von innen trocken legen. Hä? Nein, das Schwierigste ist von außen trocken Nein! legen, finde ich. Ja, das stimmt. Ja gut, man braucht praktisch nur um einen Kreis und zumachen. Richtig.
Und dann immer so Waben reinbauen und dann immer wieder praktisch ich aus Versehen Schwämme rein. Gut. Und dabei kriegt man meistens so viel Sand wieder, dass man die nächste Reihe machen kann. Nein. Boah. Nächste Steine. Das war ich. Ja, das ist das Blöde. Unter diesem Steg ist natürlich Wasser. Weißt du, wie du die Erde, wie du den Sand schneller runter wieder kriegst? Mit einer Fackel, aber das kann ich nicht. Das weißt du, wie das geht? Oh, ich bin reingefallen. Oh. Da ist ja keine Erde mehr. Sand mehr. Man muss normalerweise einfach eine Fackel drunter stellen. Ja, das weiß ich, aber ich kann das nicht. Oh. Hier haben wir jetzt eine ganz große. Da wäre der Sand, da wäre der Schwammverschwendung. Das müssen wir so regeln. Wir sollten jetzt dann mal nach oben gehen und die nächste Außenmauer ziehen. Ich gehe mal hoch und mach das mal. Okay. Okay. Wasser. Auch wieder einen Zwischenraum freilassen, ne? Ja. Und an den Seiten schließen. Wieso einen Zwischenraum und einen freilassen? Da ist Wasser drin und das nehme ich mit den Schwämmen weg. Hat jemand Stein? Nee. Nein. Dann können wir keinen Ofen bauen. Wir haben auch keine Kohle dabei. Ich habe Kohle dabei. Könntest du dann Stein besorgen, Rode, bitte, für einen Ofen, dass wir die Schwämme trocknen können? Wärst du mal so lieb? Aber klaro. Ich besorge jetzt sofort von irgendwoher Stein. Man kann ja auch von mit Holz heizen, ne? Stimmt's? Ja, aber ich habe Kohle mit. Ich habe auch Kohle. Gut. Ich hole meinen Stein. Gleich wieder bei euch. Alles klar. Nee, das hätte ich ja hier gar nicht machen müssen, ne? Ist egal, wir kriegen es ja wieder. Die dummen Tintenfische. Hallo. So, ich mach mal was man normal nicht macht. Ich buddel mich einfach stumpf nach unten durch. Bis Erde kommt. Gut. Stein. Sandstein?
Ah, hier. Und mühselig, ne? So ein Ding ja, mit Rocken zulegen. Das ist es. Da hat man viel Arbeit mit. Und es ist nachher am Schluss sehr tief. Außenrum ist der 30 tief. Boah. Ja. Da hast du schon ganz schön was zu tun. Aber ich finde, das ist die günstigste Methode. Das macht mir am wenigsten Angst. So, ich hab Stein, ich komm wieder. Alles klar. Warum habe ich so schlechte Frames? Wo ist hier? Nee, alles gut. Und ich habe keinen Sand mehr. Ich kann dir gleich Sand geben, ich habe noch so viel. So, ich habe auch keinen mehr. Ich kann dir auch noch Sand geben, ich habe noch so viel. Können wir mal... Das ist geschlossen. Ja, dann können wir das ja mal versuchen, ein bisschen trocken zu legen. Schwupp. Und schwupp. Das hier kann ich ja schon wieder abbauen, ne? Genau. Schwuppdi. Und schwuppdi. So. Ja, das kann man dann jetzt schon wieder abbauen. Steffi hinter dir, 64 Stück. Hast du jetzt mit mir gesprochen? Mhm. Okay, merci. Einmal zurück, da liegt 64, ein ganzes Deck Sand für dich. Können wir mal überlegen, wo wir den Ofen hinbauen? Mhm. Hier für dich habe ich auch nochmal 64, zack. So. Habe ich sie? Ja, habe ich dir gegeben. Dann die Ofen baue ich jetzt aber hier drauf. Die baue ich jetzt aber hier in die Öfen. Naja, die Außenwand rutscht immer weiter nach außen. Die Sandwand. Aha. Ja. Also müssen wir ein Fundament finden. Ja, ich dachte jetzt aber hier oben drauf, auf der Spitze vom Dings oder nicht. Ja, bauen wir das nicht ab? Ich habe keine Ahnung, ob wir es abbauen. Bauen wir den ganzen Tempel ab? Weiß ich nicht, nee, oder? Obwohl, wir brauchen die Steine, ne? Ich dachte, wir hüllen den erstmal aus und dann gucken wir weiter. Wir bauen jetzt mal die ganzen Innenwände alles raus. Ja, ich baue den erstmal hier. Was war das denn gerade? Das war ein sterbender Tintenfisch. Ach so, okay. Das hörte sich gerade total crazy an. So. So. Reichen drei Öfen erstmal? Einer hätte gereicht. Okay. Die nassen Schwämme bauen sich am besten mit einer Axt ab. Eine Axt? Ja. Ah ja. Mhm. So. Oh, da habe ich noch einen Stein gelegt. So tief unten im
Unter dem Meeresspiegel. Ja. Hier komme ich gar nicht hin. Öfen. Da was Stein abbauen. Oh. Das Wasser drunter, ne? Ja. Yep. Kannst du Sand reinschmeißen, wenn du kannst. Ich hätte vielleicht auch was da lassen sollen zum Rüberlaufen noch. Ups. So. Man muss unter Umständen sehr vorsichtig sein mit dem, was man abbaut und was man nicht abbaut. Oh, ja, ja. Nein. Haben wir schon einen trockenen Schwamm hier? Warte mal, Steffi. Ja. Ach so. Soll ich das? So. Hier ist eine schwierige Stelle. Hier geht's in so eine Kammer rein. Würde ich mal sagen, hier ist schwierig. Ach was? Nein. War die Außenmauer. Das ist böse. So. So, dann mache ich einfach hier außen, hier verschmal mal weiter jetzt hier mit außen. Ja, dann nehmen wir mal hier eben so ein Ding hier auseinander, wa? Geh auch mal hoch und mal helfe bei der Außenmauer weiter mit. Ich habe aber nicht viel Sand. Wo ich so viel gegeben habe. Das ist irgendwo unten hingefallen. Ich weiß nicht wo. Hm. Hat jemand Schwämme? Nee, ich habe dir alles gegeben, was ich hatte. Dann sind die jetzt alle im Inneren verbaut. Dann müssen wir sehen, dass wir die wiederkriegen. Ist ja kein Problem. Wir haben ja Öfen. Einer fehlt noch. Alle. Hab keinen Sand mehr. Ich habe auch nur noch drei. Ich hab noch Sand. Ich hab hier gerade die Schwämme im Ofen reingetan, ja? Sehr gut, sehr gut. Hier muss noch irgendwo ein Schwamm sein. Ich hatte. Hier ist einer.
16 Stück gehabt. Ja.